Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Nachmittag. Es freut uns sehr, dass ihr hier seid. Wir sind die Internet Explorers und wir haben ein Herz für Infrastruktur. Dieser Vortrag ist ein bisschen so wie dieser Boomer-Content, den ihr vielleicht kennt. Das gibt so in vielen Kleinstädten manchmal so Plakate, vielleicht eher vor der Pandemie, von Leuten, die eine Weltreise gemacht haben mit dem Fahrrad durch Patagonien und dann so einen Dia-Vortrag halten. Und genau diese Stimmung in irgendeiner Mehrzweckhalle und in so einem Festsaal Kreuzberg. Und genau diese Stimmung wollten wir hier auch wieder hergeben. Und wir wollten euch Orte zeigen, an denen ihr schon mal wart. Seid ihr gerade online? Dann wart ihr heute schon mal genau hier. Das hat mir gestern Clemens Schrimpe gezeigt, dass einer der Techniker von der Firma SurfU, die hier die Republika ans Internet anbinden, mit 2x10 Gigabit. Und da in dieser schrabbeligen Ecke, wo auch eine Rattenfalle steht und das auch reinregnet und so weiter, da ist der Switch untergebracht, beziehungsweise ja genau dieser Verteiler, der das Internet dann auch hier in den Festsaal Kreuzberg reinliefert. Das ganze Internet der ganzen Republika kommt übrigens über dieses auf linke hier über dieses kleine Kabel, über diese beiden Kabel kommt das Internet, mit dem ihr gerade surft, auf der Republika an. Und Clemens hat gesagt, wenn man da mal ordentlich feste dran zieht, dann kippt in der Alboinstraße ein Serverschrank um. Das ist sozusagen wirklich ein direkt durchgelegtes Glasfaserkabel, zwei Stück, die uns hier mit dem Internet versorgen. Und weil wir ja gerade bei Boomer-Content waren, Boomer stehen immer total auf ein Quiz. Wir haben ein Quiz mitgebracht. Was ist nochmal das Quiz? Wir haben ein paar Fotos, ne? Wir haben ein paar Fotos. Vier Tore, so wie bei Der Preis ist heiß oder so. Und die Frage ist, wo ist die schlechteste Internetversorgung? Spoiler, alle von diesen Fotos, die ihr jetzt sehen werdet, sind in Deutschland aufgenommen. Ist es hier am spärlichsten? Oder vielleicht hier? Oder vielleicht da? Drei. Was ist denn da so lustig? Kennst du den? Wirklich? Cool. Okay. Aber oder das ist ja so ein Prototyp von Ort. Und das ist vier. Streng genommen ist das möglicherweise nicht mehr ganz in Deutschland, sondern da ist, aber wir sind ganz nah an Deutschland dran, weil das ist eine Grenzbrücke. Also eins, zwei, drei oder vier, wo ist das Internet am besten? Das dürft ihr euch jetzt mal so überlegen. Für euch im stillen Oberstübchen und wir kommen da später drauf zurück. Könnt auch überlegen, wo ist da überhaupt das Internet? Oder ist da überhaupt Internet? Wie war die Frage? Am schlechtesten, am unterversorgtesten. Genau, also wie gesagt, wir sind die Internet Explorers. Wir machen eine Expedition Deutschland zu Deutschlands Internetgrenzen. Ich bin Moritz Metz und das ist Heinrich Holtgrewe. Heinrich ist Fotograf bei der Agentur Ostkreuz. Und Moritz ist Radiojournalist, meistens fürs Deutschlandradio. Genau, und wir werden euch später auch noch zeigen, wir haben einen Podcast. So macht man das als zwei weiße Dudes auf der Republika. Wir machen auch einen Podcast, der heißt internetexplorers.de und den könnt ihr euch, oder der heißt Internet Explorers, den könnt ihr euch dann später anhören, falls ihr von dem, was wir da erzählt haben, falls es euch danach immer noch interessiert. Anzumerken ist noch, den gibt's seit heute. Den gibt's nicht seit heute, sondern den gibt's schon sehr lange. Und es ist auch gut, dass es ihn nicht mehr so lange gibt. Den Internet Explorer 6, das verhassteste Stück Software bei Leuten, die Webseiten programmieren, wie zum Beispiel mein Bruder oder ich habe das auch mal gemacht. Schreckliche Software, aber war irgendwie auch wichtig. Ist ein bisschen Namensparty, wir verstehen uns aber eher als solche Internet Explorer. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, in einer Woche wird der Support für den Internet Explorer eingestellt. Also nicht nur der 6er, sondern alle. Irgendwann muss es einfach weitergehen. Keiner weint wahrscheinlich dem Internet Explorer hinterher und naja. Moritz, warte mal. Ein wichtiges Detail. Er hat ein Kabel als Peitsche. Aber keiner weint dem IE hinterher.
Genau, und wir berichten jetzt erstmal ganz kurz, was bisher geschah, weil Heinrich und ich haben uns kennengelernt. Das ist eigentlich sehr romantisch, dass wir uns dann irgendwann getroffen haben. Wir haben an ähnlichen Baustellen gearbeitet. Ich habe mich lange damit beschäftigt, das ist jetzt ein Bild meines Freundes Jim Avignon, der das gezeichnet hat, wo ist eigentlich die Cloud, was ist eigentlich dieses Internet, diese Wolke, was meinen wir damit? Und dann habe ich in meinem Radio-Feature, in meiner Berichterstattung, auch Republika-Vortrag, wo das Internet lebt, darüber berichtet, wie von meinem Hinterhof, diesem DSL-Kasten, das Netz immer weitergeht, auch über verschiedene Verteilerstationen, und ihr habt euch vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht, wie das dann weiterläuft. Ganz vieles vom Internet landet in Frankfurt. Da ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein ganz wichtiger Internetknotenpunkt. Das ist teilweise der mit dem meisten Traffic auf der ganzen Welt. Das ist ein Rechenzentrum, in dem das sogenannte D-Kix beheimatet ist. Als ich das gemacht habe, es war vor 9 Jahren, 2013, da war die Snowden-Zeit, und da hat man Journalisten da nicht mehr in Rechenzentren reingelassen, weil vielleicht dann bekannt geworden wäre, dass der Bundesnachrichtendienst da auch mithören darf und so. Jedenfalls war ich an einem ganz anderen wichtigen Ort für das Internet dann, in Los Angeles. Das ist der Raum, in dem die erste Internetverbindung der Welt aufgebaut wurde. Das ist Professor Dr. Leonard Kleinrock, und er erzählt sehr gerne davon, am 29. Oktober 1969. Und das waren Forscher damals, die das sogenannte ARPANET betrieben haben. Das waren verschiedene Forschungseinrichtungen, die irgendwie militärisch auch unterstützt wurden. Und so sahen die damals aus, Ende der 60er Jahre. So sah das ARPANET-Netzwerk aus, dann ein paar Jahre später. Und die haben sich sozusagen untereinander vernetzt. Und das war aber nicht der Gedanke, wie viele denken, dass das Internet dafür gebaut wurde, um einem Atomkrieg zu widerstehen, sondern das wurde einfach dafür gebaut, dass diese verschiedenen Rechen-Supercomputer, die wahrscheinlich viel langsamer sind als ein Taschenrechner heute, dass diese Supercomputer an den Hochschulen, die alle die APA finanziert hat, eine militärische Fördereinrichtung, dass die sich sozusagen ihre Rechenleistung teilen. Dafür wurde das ARPANET gemacht, und das ist dann der Vorläufer des Internets gewesen. Ich war dann noch an verschiedenen anderen Stationen in Kalifornien und so weiter, kann man sich alles nachhören, über wo das Internet lebt. Sieht übrigens aus wie der Bildschirmhintergrund von Windows XP. Das meistgesehene Foto der Menschheitsgeschichte ist, habe ich mal lesen müssen. Anderer Ort, da war ich dann auch, das ist Gibraltar, der Felsen an der Südspitze Spaniens, an dem ganz viele Rechenzentren sind, interessanterweise, weil dort und gerade so die Gambling-Glücksspielindustrie ist dort beheimatet, weil nämlich dort andere Gesetzgebung gilt, und die Server müssen dann aber auch in Gibraltar sein. Und in diesem Fall hatte ich die Ehre, diesen Tunnel betreten zu dürfen, diesen Gang, und das ist ein alter Bunker, der umgebaut wurde in ein Rechenzentrum. Der Bunker war zu Zweiten Weltkriegszeiten auch mal die Heimat von Eisenhower und Churchill, die dort so eine Nordafrika-Mission geleitet haben. Deswegen sieht es auch ein bisschen so aus wie im Schiff, weil dort die Marine das Ganze gebaut hat. Und dann durfte ich auch ein Rechenzentrum sehen, aber kam nicht rein. Auf jeden Fall, das war 2013, die Snowden-Zeit. Also ich war drin, aber durfte keine Fotos machen, so war das. Das war ein Rechenzentrum in diesem Bunker unten drin, und auf jeden Fall habe ich gelernt, eigentlich gibt's gar keine Cloud, sondern die Cloud ist eigentlich nur der Computer von jemand anderem. Und jetzt kreuzen sich unsere Wege. Das war Moritz' Werdegang. Ich möchte jetzt auch nochmal meinen Ast unserer Zusammenkunft, die hier heute stattfindet, euch erzählen. Und ich mache einfach weiter in Gibraltar, weil ich unabhängig von Moritz später einmal da war, und das ist das Data Center, wo du drin warst und kein Bild machen durftest. Ich durfte eins machen, weil da kein Rechner drin stand. Noch nicht. Das ist so ein Erweiterungsbau. Das ist das einzige Bild von einem Rechenzentrum, wo tatsächlich die Rechner stehen. Kühlanlagen und so weiter sieht man. Und man sieht auch den Fels von innen. Dann musste ich leider aber auch schon wieder gehen und habe noch den Felsen von Gibraltar. Bin ich das? Fotografiert. Ich war auch schon in einer Bitcoin-Mine in Holland. Für Leute, die häufiger sich Server angucken, so wie ich oder wir. Ich fand es interessant, dass es so eine Anarchie da ist. Jeder bringt seinen eigenen Kram und stellt es da irgendwie hin und verkabelt es. Ich habe mir auch mal Kairo angeguckt, weil Kairo wegen des Suezkanals oder Ägypten wegen des Suezkanals eine ganz wichtige Internetroute ist, ähnlich wie die Route für die Schifffahrt.
Das ist übrigens eine pyramidengeformte Architektur und der Sitz von Telekom Egypt. Hier stehe ich in Alexandria vor einem Gullideckel und schaue nach Norden, so Richtung, ich schätze, Griechenland. Und unter diesem Gullideckel kommt das Seekabel SeaMeWe3 an, was in Deutschland seinerzeit, also das ist 10 Jahre alt ungefähr, das Foto, entsprungen ist. Ich war auch mal in Frankfurt, in einem Rechenzentrum, wo dieser Kasten steht. Und man muss sich vorstellen, um da überhaupt hinzukommen, muss man schon 1000 Security-Checks überstehen und dann ist trotzdem nochmal so eine Sichtschutzwand davor, weil dahinter einer der D-Kicks, also der Netzknotenpunkte, wo die ganzen Kabel und Netzwerke zusammengeschaltet werden, schlummert. Und wo wir gerade bei Frankfurt sind, da, in Frankfurt geht richtig der Bär, der Internetbär. Es gibt so ein paar Superlative, wo gesagt wird, das ist die Stadt oder auch der Netzknotenpunkt mit dem höchsten Datendurchsatz der Welt. Und da haben sich ganz viele Anrainer angesiedelt und viele, viele Kabel führen nach Frankfurt. Und das ist die Karte, die wir gesehen haben, als wir gedacht haben, hey, wir können hier mal nachzählen, das geht ja fast an einer Hand. Wie viele Grenzübergänge gibt es denn eigentlich von Deutschland in andere Länder? Also da oben sehen wir ein bisschen was, dann nach Polen, ein bisschen da. Es gibt natürlich dann dabei Westerland, Sülz, diese Seekabel. Und als wir uns dann kennengelernt haben, Heinrich und ich, haben wir dann irgendwann beschlossen, wir suchen das Internet. Natürlich ist die Sache dann ein bisschen komplizierter gewesen. Um von Karten zu sprechen, das ist zum Beispiel eine Karte von einem magentafarbenen Telekommunikationsunternehmen, die nicht so transparent sind. Wir haben dann einfach mal ganz viele Karten von diesen Netzen dieser verschiedenen Anbieter gesammelt. Ich schichte die mal so übereinander. Teilweise muss man sich dann auch wirklich an solchen Bildern behelfen, hier im Hintergrund von diesen Herrschaften da unten, dass man ein bisschen sehen kann, okay, welche Trassen sind da gemeint? Wir haben dann sozusagen Häufchen gebildet und haben versucht rauszukriegen, was sind die häufigsten Trassen, an denen das Internet irgendwie durchfließt. Das stapelt sich jetzt hier immer so weiter. Und anhand dieser ganzen öffentlich verfügbaren Karten, wir haben aber auch ein paar Quellen in der Industry, haben wir dann identifiziert, an welche Orte wir fahren wollen. Und naja, die Antwort ist, warum kommt das jetzt nochmal? Vergessen rauszunehmen, sorry. Die Antwort ist, es ist doch deutlich komplizierter. Das ist die Karte von der, ich glaube, Europäischen Telekommunikationsunion. Und da sieht man, dass das Internet dann doch komplexer ist, als es so scheint. Und wir können natürlich jetzt ewig über das Internet reden. Das ist ein Netz aus Netzen. Da sind ganz viele verschiedene Firmen, verschiedene Ebenen. Dazu vielleicht noch mal ein bisschen später. Wir wollen jetzt mal anfangen mit unserer Reise. Wir sind gefahren, wir haben angefangen in Bunde oder Bad Nuvenschans. Das ist an der niederländischen Grenze. Damit fangen wir jetzt an. Und wir sind da in einer Gegend, die ungefähr so aussieht. Ostfriesland, ich war da noch nicht so wahnsinnig oft. Windräder drehen sich. Manchmal fährt ein Auto vorbei, sonst passiert da nicht wahnsinnig viel. Aber es stehen diese Schilder im Boden. Ja, diese gelben Schnubbis zeigen uns, dass da Gas herläuft. Und am Horizont, wo übrigens gerade Holland beginnt, da sieht man eine Gasverdichterstation. Wird gerade durch den russischen Invasionskrieg in der Ukraine nochmal bekannt, das Thema, dass ja Gas auch irgendwo herkommen muss und irgendwo verdichtet werden muss. Da vorne steht noch ein gelber. Der ist diesmal zuständig für die Glasfasertrasse, die von Deutschland rüber nach Holland geht. Interessant immer oft, wir haben an vielen diesen Stellen, das sind ganz langweilige, unspektakuläre Orte und wir haben da oft Tiere gefunden. Hier steht so ein Bienenkasten. Und es gibt aber dann trotzdem, wenn wir an diese Orte kommen, und das ist auch ein bisschen albern, ne? Aber dann freuen wir uns riesig, wenn da so ein Gullideckel ist. Ja, aber die Freude ist nicht grenzenlos und ich teile die auch nicht immer, weil für mich ist es immer voll der Horror, Gullideckel zu fotografieren. Und deswegen muss ich euch mal kurz in meinen Kopf reingucken lassen, was es für Varianten gäbe vom selben Gullideckel. Es sind übrigens 3. Und bei einem habe ich schon ein bisschen gepfuscht, da habe ich mit den Schuhen so ein bisschen was weggerubbelt, damit der besser sichtbar ist. Oder macht man das so? Mit einem gelben Dingsbums? Egal.
Genau, und das ist der Bürgermeister der Gemeinde Bunde. Wir wussten nicht so genau, wer könnte darüber Bescheid wissen, über diese Infrastruktur. Und Uwe Saab von der SPD hat gesagt, Gas ist so, dass wir hier im Bunde die Verdichterstation haben, die dann durch die, zu den Niederlanden auch weitergeht. Die Leitungen kann man hier auf den Feldern, das kann man jetzt ja sehen, überall wo sie liegen, sind diese Schilder aufgestellt. Was für mich neu war, was für ein Knotenpunkt sind für Datenleitungen, das wusste ich so noch gar nicht. Also man weiß darüber meistens wenig. Diese Gasverdichterstation bringt vielleicht der Gemeinde auch ein bisschen Gewerbesteuer ein. Dort läuft dann eben Gas aus den Niederlanden. Aber wir haben das Internet nicht nur entlang der Gasleitung gefunden, was übrigens oft der Fall ist, sondern auch an dieser Brücke. Ich wäre beinahe in dieses Köttelbecken von Fluss reingerutscht, als ich diese Atmo hier aufgenommen habe unter der Brücke. Einmal lässt man dich allein. Aber du warst auch total glücklich in diesem Waldstück. Ja, da war ich sehr glücklich, weil es mal nicht einen Gullideckel zu fotografieren gab, sondern so einen blauen Schnulli, der da rauskommt. Und dann bin ich dem gefolgt, beziehungsweise ich bin auch der Karte auf dem Handy gefolgt, die ich mir aufgerufen habe. Bin dann irgendwann hier rausgekommen, 250 Meter weiter, in so einer Senke. Und das ist ein Kabelmerkstein, den Menschen aus der grauen Vorzeit da mal versenkt haben, um das Internet wiederzufinden. Und für mich ist es dankbar, weil es ein Hinweis darauf ist. Das ist schon der nächste Ort, wieder 300 Meter weiter. Und wir stehen direkt auf der Grenze, gucken auf so einen Bahndamm, der links nach Holland rüber geht. Und irgendwann kriegt man so einen Tunnelblick und denkt, dieses Plastikding, was da im Busch hängt, oh, das ist doch bestimmt irgendwie vergessen worden von irgendeinem Kabelverleger. Aber stimmt gar nicht. Es war ein bisschen Müll. Aber hier, ganz faktentreu, hier sehen wir ganz viel Internet. Da ist der Gulli. Und auch nochmal ein kleiner journalistischer Eingriff, ein bisschen weggerubbelt, damit man es besser sieht. Eigentlich ist es ein unjournalistischer Eingriff, ne? Ein undokumentarischer, ein helfender. Um aber nochmal die Bedeutung dieser Orte klarzumachen, das ist nicht irgendwie so ein Kabel nur, sondern da wart ihr wahrscheinlich heute auch schon. Wenn ihr viele Seekabel gehen von den Niederlanden in die USA und wenn ihr heute eine Mail in die USA geschickt habt, dann ist das da vielleicht heute genau da an diesem Gullideckel und unter diesem Fluss oder so durch. Es gibt auch Internettrassen, die sind nicht im Erdboden vergraben, sondern die sind ganz weit oben. Die hängen dann manchmal da noch so als Einzelfaser zwischen diesen Strommasten. Dazu haben wir aber nicht so viele Informationen, also falls uns hier jemand hört, der darüber noch mehr erzählen kann, sehr gerne. Nächste Station kommt gleich kurz. Wir machen das heute zum ersten Mal, dass wir diese Bilder und die Töne zeigen und vorspielen. Falls ihr denkt, das geht zu schnell oder zu langsam, könnt ihr uns gerne sagen, ey, macht mal schneller oder langsamer. Wir haben noch viel vor uns. Wir sind dann weitergefahren an einen Ort, noch ohne 9-Euro-Ticket, der auch eine große Bedeutung hat für das Internet in der Vergangenheit. Sylt. In Sylt sind wir ein bisschen in den Süden gefahren und kamen dann hier an diesem Fahrradweg an mit aufgespraytem gelben Punkt. Gelb ist häufig auch so eine Internetfarbe, wird sich auch noch durch den Vortrag ziehen. Und dann biegen wir ein in ein Restaurant, dessen Namen man lesen kann, wenn man möchte. Links auf dem Holzschild. Und wir folgen der Einfahrt, finden im Busch einen Holzstab. Keiner da. Vielleicht, es ist ein Hinweis, deckt sich ungefähr mit den Trassenplänen, dieser kleine Kupferrest. Das Kabel geht am Spielplatz vorbei und kommt dann irgendwann kurz vorm Meer an und hier sieht man es. Also besser wird's nicht. Doch, beim nächsten Bild. Ah ja, okay. Okay, da sieht man sogar zwei. Aber also eins ist da oben und da war ich schon so, oh Gott, da muss ich hin, das ist es doch bestimmt. Und das andere wird noch nicht verraten. Aber dann gehe ich da hoch auf eine Düne, die man eigentlich nicht betreten darf. Nochmal Buh, sorry. Kratzer am Bein, Gestrüpp hängt in meiner Hose fest und es ist wirklich ein echtes Telefonkabel und ich bin so richtig am Frohlocken und tolle durch die Düne.
über die Düne und wurde dann, eigentlich warst du es, oder? Du hast mich, glaube ich, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ja. Aber dann haben die Barbetreiber, Restaurantbetreiber gesagt, das ist nur das Telefonkabel für den Strandkorbverleih oder so, der da im Sommer ist manchmal. Ja. Aber ihr lacht, aber trotzdem haben wir definitiv Anlass zu glauben, und wir können jetzt nicht alle Quellen zeigen, aber ihr könnt uns da vertrauen, dass genau da, wo wir jetzt hier gerade stehen, unter diesem Mülleimer, der richtig im Wind geflattert hat, das Internet durchläuft. Und zwar nichts weniger als Deutschlands letztes Internet-Transatlantik-Kabel. Ein Requiem für AC1, Atlantic Crossing 1. Das ist auch nochmal so ein kleiner Beweis. Wir haben dann genau dieses Foto auch nachgestellt. Da wurde es damals vergraben. Das Ding liegt 3 Meter unter der Erde, also es ist nicht so leicht, irgendwas zu machen. Und das war damals in der Sylter Rundschau. Dieses Kabel wurde 1997 verlegt und kann irgendwie 80 Gigabyte pro Sekunde, konnte es damals transferieren. Es war damals wahnsinnig schnell. Das Kabel läuft in eine sogenannte Ringleitung. Sylt ist ein Knoten davon. Das heißt, das läuft, die Stelle, die wir jetzt gerade gesehen haben, die läuft einfach nur weiter in die Niederlande, hier unten rüber. Die andere Leitung läuft dann irgendwie 8000 Kilometer weiter rüber in die USA. Und dieses AC1-Kabel wird nächstes Jahr eingeholt. Wir haben uns aber deswegen dann trotzdem nochmal diese andere Stelle angeguckt. Nach wie vor auf Sylt. Und das ist ein bisschen weiter nördlich in Richtung Ellenbogen für die Leute, die Sylt kürzlich oder wann auch immer bereist haben. Und da warst du jetzt so ein bisschen. Da war ich dann so heiß und habe da so Kabel in der Düne entdeckt. Und ich weiß immer noch nicht genau, was das eigentlich ist, aber ich glaube nicht, dass es AC1 ist, weil das wird erst nächstes Jahr reingeholt. Auf jeden Fall haben auch da unsere Trassenauskünfte und sonstige Dinge, die wir auch als Recherchemittel verwenden. Da kann man teilweise sehr genaue Karten finden, wenn man weiß wo, entdeckt. Also da waren wir auch sehr heiß bei diesem Klohaus. Und das hat nämlich gleich 2 Gullideckel davor. Und es hat noch nicht das Quiz vergessen, ne? Es ist eins der 4 Quizbilder. Genau, wir sehen ein Klohäuschen. Wir haben im Hinterkopf, Internet kommt erst in den USA an, kommt in Deutschland beim Klohäuschen an. Toll, oder? Der ganze Kram aus den USA landet bei uns im Klo, wenn er ankommt. Wir mussten dann aber feststellen, so ist es gar nicht. Ja, okay, das kommt da durch diese kleine Mulde und geht dann unter der Düne, aber fast im Klohäuschen. Ich will jetzt noch schnell ein O-Ton spielen von einem Camper-Ehepaar, das wir getroffen haben, dem wir erzählt haben, hey, hier laufen diese Kabel. Nehmen Sie mich jetzt auf den Arm. Nee, ich nehme die auf. Atlantic Crossing 1 heißt das. Nee, ist nicht bekannt. Ist das nicht? Das geht alles nur noch über Satelliten. Ja? Es gibt auch noch Kabel, ja. Okay. Genau, den war ganz neu, dass es auch noch Internetkabel gibt, und das ist so, dass ungefähr 95-98% des globalen Internetverkehrs über Kabel, Seekabel läuft, und Satelliten sind viel zu teuer und langsam im Vergleich zu diesen Tiefseekabeln. Das ist übrigens dann die Seekabel-Endstelle. Ja, das ist da, wo der Ring geschlossen wird sozusagen und nach Deutschland rein weitergeleitet wird. Genau, nochmal zur Erinnerung, dieses Kabel. Wie gesagt, das Kabel, dieses AC1 hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 5 Terabit. Das gibt es seit 1998. Das ist echt schnell. So sieht so ein Internetkabel aus. Das hast du fotografiert, wo war das? Im CCSC, das Competence Center Submarine Cables im Norden an der Nordsee. Genau, da war auch mal so ein anderes deutsches Transatlantikkabel vergraben. Insgesamt gibt es ungefähr 430, 450 davon, 1,3 Millionen Kilometer Tiefseekabel auf der Welt verlegt. So sehen die aus, wenn die kaputt gehen. Und vom Meeresgrund hochgeholt werden. Das sind die Schiffe, 150 Meter lange Pötte, die unten riesige Lager haben für diese Kabel. Und dann können die einmal über den Atlantik fahren und trotzdem diese Kabel rauslegen. Zum Beispiel so eins wie dieses. Und das zeigt so ein bisschen die Entwicklung, die da gerade stattfindet. Dieses Kabel heißt Dunant. Das ist nach so einem Schweizer Nobelpreisträger benannt. Und das wird betrieben von einem Konzern, den ihr auch gut kennt, von Google. Das ist ungefähr 70 Mal schneller, 70 Mal schneller als dieses alte Transatlantikkabel. Es ist aber auch so, dass die großen Konzerne, so wie Google, für mehr als die Hälfte des Datenverkehrs weltweit
verantwortlich sind. Das sind nur Kabel, die Google jetzt in der aktuellen Zeit oder bald verlegen wird. Grace Hopper wird dieses Jahr noch fertig werden. Würde ich gerne dabei sein, wenn das irgendwie anlandet. Da sieht man auch, Deutschland wird da weitgehend ausgeklammert. Dänemark ist manchmal noch eine als Seefahrernation da irgendwie mit dabei, aber ansonsten landen die meisten Kabel eben da in Westeuropa und deswegen ist es so relevant, dass eure E-Mail vielleicht da in Bunde unter der Brücke durchgegangen ist, weil es muss ja irgendwie in die Niederlande. All diese ganzen großen Konzerne betreiben immer mehr von diesen Kabeln selber. Ist für die natürlich einfacher. Die haben natürlich auch viel Content mit Facebook, YouTube und Co., wie sie alle heißen, ihren iCloud-Rechenzentren und Daten. Trotzdem ist es auch eine, würde ich sagen, bedenkliche Entwicklung, dass das Internet immer weniger diesen Konsortien gehört, sondern immer mehr in der Hand von genau diesen Konzernen ist. Und man könnte das vergleichen mit Autos. Autovergleich. Stellen wir uns vor, Tesla baut Autobahnen. Stellen wir uns vor, Tesla baut gute Autobahnen. Stellen wir uns vor, Ford und Opel können irgendwann gar nicht mehr über die staatlichen Autobahnen fahren, weil die noch maroder sind. Oder, obwohl in Deutschland geht es ja eigentlich. Naja, und dann gibt es irgendwann den Fall, Tesla sagt, wir dürfen 130 fahren, Opel und Ford dürfen nur 80 fahren. Oder ihr zahlt mehr und ihr dürft auch 130 fahren. Das ist der Autovergleich für das schöne Thema Netzneutralität. Also das sozusagen alle Daten gleich behandelt werden in der Infrastruktur, in der Utopie, aber es bewegt sich eher in die Richtung, dass die großen fünf ihr eigenes Internet bauen, ihr echtes physisches Netz und ihre eigenen Daten darüber schicken. Und die sind so viel schneller, dass es sich dann nicht lohnt, diese alten Kabel weiter zu betreiben, weil es halt immer mehr Daten werden. Geopolitisch ist das Internet natürlich auch wichtig. Russland interessiert sich für das Nervensystem des Internets, hat die NZZ getitelt. Es gab möglicherweise hier und dort schon Angriffe auf Seekabel und so weiter. Und die Briten bauen irgendwie Schiffe, um diese Kabel zu schützen. Das sind jetzt nur ganz kurze Infohappen, aber da passiert auf jeden Fall was auch in diese Richtung. Und wir kommen zu unserem nächsten Ort, der aber auch nochmal auf der Insel Sylt ist. Da warst vor allem du unterwegs, Heinrich? Mhm. Ich war mit den Schafen unterwegs und habe mir die Trasse von Kantat 3 angeguckt. Das ist auch ein relativ altes Seekabel, was Deutschland mit Dänemark und dann mit ein paar Ölbohrinseln und dann mit Island verbindet. Und ungefähr da läuft es. An dieser Stelle am Ellbogen auf Sylt. Das war jetzt auch wieder ein Quizbild. Man kann jetzt schon sagen, an diesem Ort läuft sehr schnell das Internet. Glasfaser, aber WLAN gibt es da wahrscheinlich nicht. Wir sind dann weitergefahren in unserer Rundreise zu den Stationen, die nach Dänemark rübergehen. Das ist auch wieder eine Karte, die öffentlich zugänglich ist. Man sieht das da relativ genau, relativ einfach zu finden. Es sind nicht all die Trassen, es sind auf jeden Fall ganz schön normale Orte. Mhm. Da sind wir in Süderlugum und an der Stelle, wo irgendwie auch schönerweise die Straße aufhört, also ich stehe in Dänemark und gucke nach Deutschland, aber genau dort läuft auch eine Trasse, die unsere Länder verbindet. Die nächste Grenze ist nördlich von Flensburg. Da haben wir uns diesen Acker mal angeguckt, den wir als Aufschlagbild genommen haben, mit dieser grünen Wiese, die so ein bisschen Windows XP-mäßig aussah. Und da ist der gelbe Stängel, der uns auch wieder ganz fuchsig gemacht hat. Da ist nämlich das Netz. Da am Bahndamm ist auch das Netz. Gibt auch noch so ein Triumphbild, wo wir es so festhalten, wie so auf dem Mond. Das sind dann manchmal mitten im Wald so Schilder. Da steht dann LWL Lichtwellenleiterkabel drauf und dann wissen wir, juhu, wir haben es gefunden. Genau, und genau, also durch diese Baumschneise verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark und ein Haufen Kabel. Nochmal Flensburg. Noch menschenleerer. Wir mussten in so einen Acker rein, wurden von einem Trecker überholt, bisschen durch den Matsch laufen. Und haben es dann gesehen. Das ist dieses Schild, von dem ich gerade gesprochen habe. Das ist die Grenze. Links Dänemark, rechts Deutschland. Und für wen oder warum auch immer wird da auch dieser Trassenverlauf markiert. Wie gesagt, ein Herz für Infra. Und und jetzt sind wir aber an einem anderen Ort.
auf der Insel Puttgarden. Wir sind, die Insel heißt Fehmarn und das Dörfchen ist Puttgarden. Ja, sowas, ja. Und da sind wir auch mit Dänemark verbunden in Richtung Lolland. Und diese zwei Schilder am Horizont, die gelten nicht mir oder uns, sondern die gelten den Leuten, die Schiffe bedienen. Und das ist so gedacht, dass wenn diese zwei Schilder so übereinander sind, dann darf man da keinen Anker senken, weil sonst wird man mit dem Anker das Internet kaputt machen. Das sind dann diese Statuen oder Skulpturen, besser gesagt, immer auch gern gesehen, der Gulli. Das ist der Blick vom Meer aus, da habe ich mich versucht so hinzustellen, dass die übereinander passen. Nicht ankern. Und das bestätigen auch Seekarten, dass man da eben nicht ankern darf, weil dann Kabel dann rüber geht, aber auch nur nach Dänemark. Jetzt kommt der Grenzshop. Jetzt kommt der Grenzshop. Mach du. Da war ich fasziniert davon. Wir gucken uns ja auch immer so ein bisschen architektonisch die Orte an oder was da sonst noch so passiert. Und das ist ein riesiger Kahn von Schiff, rechteckig, wo 4 Fußballfeld große Etagen drin sind, wo man sich Alkohol kaufen kann. Da kommen die ganzen Leute aus Dänemark und Schweden angefahren in Reisebussen mit der Fähre, die vom gleichen Betreiber betrieben wird, Scandlines, wie dieser Border Shop, kaufen sich da Einkaufswagen voller Alkohol und fahren dann wieder zurück. Das war, fand ich, nur irgendwie einen faszinierenden Ort. Wir kommen aber jetzt zu einer ganz anderen Frage, die uns viele Leute stellen, die sich das angehören, die sich unsere Bilder ansehen. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel hier das Netz durchtrennt wird? Also für die Republika kann ich euch beruhigen, es gibt eine Redundanz. Die haben nicht nur hier diese Glasfaserleitung, die direkte ins Rechenzentrum zum Berliner BKIX, diesem Berliner Knotenpunkt, was so eine Ringleitung ist in verschiedenen Rechenzentren hier, sondern die haben auch noch eine Funkverbindung, eine Richtfunkverbindung irgendwo hier auf dem Dach zum Alexanderplatz, zum Fernsehturm. Und da gäbe es dann diese Redundanz. In Frankreich haben Unbekannte mal so Glasfasern durchgeschnitten, was dann meistens passiert. Also ich finde das wirklich auch überhaupt nicht begrüßenswert, dass sowas passiert natürlich. Aber was dann meistens passiert bei solchen idiotischen Aktionen, ist halt, es gibt eine Umleitung. Und eine Umleitung ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Manchmal wird das Netz langsamer dadurch und die Daten müssen halt irgendwie anders geroutet werden. Das geht meistens relativ schnell. Aber das, was wirklich komplett abgetrennt ist, das passiert nicht allzu oft, da ist dann diese Infrastruktur des Netzes doch ziemlich stabil. Aber wenn wir da von so Wahnsinnigen reden, die das Netz kaputt machen, da können wir auch über Russlands Invasion der Ukraine sprechen. Genau, dieses Foto ist nicht von mir, ich war nicht in der Ukraine, aber man sieht einen zerstörten Handymast in der Ukraine. Das Foto stammt aus einer Präsentation, aus einem PDF, die René Fichtmüller gehalten hat, ein Network Operator. Der eine NGO gegründet hat, würde ich sagen. Ich hoffe, er widerspricht mir nicht. Also eine Gruppe von so Leuten, die das Internet betreiben, die versucht haben, von verschiedenen Orten, zum Beispiel auch vom BKIX und oder von einer Uni in Berlin, komme ich gleich auf die Notiz, Hardware einzusammeln, in LKW zu packen und in Richtung Ukraine zu schicken, um das Internet am Laufen zu halten. Und das sieht dann ungefähr so aus. Bilder sind von Twitter, beziehungsweise auch aus seiner Präsentation. Da sind dann auf dem Schlachtfeld diese Infrastruktur Menschen, die zerstörten Kabel zusammen splicen, also diese feinen Glasadern wieder zusammenschmelzen. So dünn wie ein Haar und man muss wirklich vor diesen Menschen sehr großen Respekt zollen. Immer wieder sagen ein Herz für Infra, weil diese Menschen da wirklich sehr Wichtiges leisten und man nimmt es aber so, als wäre das ganz selbstverständlich, dass man überall Netz hat und wenn es einmal ausfällt, regt man sich auf. Genau, und also falls natürlich besonders wichtig. Jetzt im Publikum oder irgendwann mal auf YouTube jemand sitzt, der Hardware übrig hat oder vor allem diese Splice-Geräte gerne in Richtung Keep Ukraine Connected schicken. Ach so, und René hat mich noch gebeten, Emil Aben vom RIPE NCC zu erwähnen. Auch eine wichtige Person, die das initiiert hat. Und jetzt geht's weiter mit. Genau, ein interessanter Gedanke an der Stelle ist auch, dass
in Russland, dass Russland teilweise dann schon das Internet so umgeleitet hat. Und da ist dann eben nicht mehr diese Offenheit und Weite des Internets, weil wenn du dann im russischen Internet hängst, dann hast du nicht mehr so viele Möglichkeiten, da musst du ein VPN benutzen, um überhaupt irgendwo rauszukommen. Und das ist in der Ukraine auch teilweise schon passiert. Also da gibt es schon auf jeden Fall Konflikte. Wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsstellen. Weil es da Pommes gibt. Ich bin wirklich Fan von diesem wichtigsten Container Finnlands. Aber ich will euch gerade kurz noch den richtigen Sound dazu abspielen. Das ist der wichtigste Container Finnlands. Der steht aber gar nicht in Finnland, sondern der steht in Rostock. Und der wurde vor einigen Jahren gebaut, für 100 Millionen Euro, vor allem vom finnischen Staat finanziert. Ich glaube, das Kabel, was gelegt wurde durch das Meer, hat 8 Adern und dann konnten verschiedene Firmen diese Adern auch kaufen. Aber es war vor allem eine sehr, sehr große Investition für den finnischen Staat. Dieses Kabel, Sea Lion, das endet dann dort an einem Strand in Rostock. Da hinten ist ein Kletterwald und ein Kiosk, ein Imbiss. Und dieser Container, wenn er genau hinguckt, der hat auch echt lauter so Überwachungskameras und hat Stromausfall, Generatoren und lauter solche Sachen. Da müssen wir unbedingt nochmal im Sommer hin, wenn die Leute da mit ihrer Pommes herlaufen. Ja, genau. Und wir waren da halt an so einem Abend, da haben die Vögel ein bisschen gezwitschert und irgendwie hat man da so richtig gemerkt, ja okay, das ist total unscheinbar, aber das ist total wichtig. Dieses Kabel geht ungefähr diese Strecke. 1172 Kilometer lang, falls es euch interessiert. Und das ist halt mit diesen 8 Glasfasern deswegen so wichtig, weil dadurch Finnland direkt an Frankfurt angebunden ist. Finnland ist, wenn man dann so einen Ping macht oder so einen Traceroute, wie ich das gemacht habe, ich habe dann mal da einen Server gemietet in Finnland, weil ein deutscher Provider hat dort auch extra ein Rechenzentrum hingebaut, Daten rübergeschickt und die sind einfach in wenigen Millisekunden dort. Das heißt, es spielt keine Rolle mehr, ob du jetzt eigentlich in Finnland bist oder in einem Vorort von Frankfurt. Die Geschwindigkeit ist die gleiche. Der Vorteil aber durch diesen Container und durch diese Internetverbindung ist, dass du in Finnland sehr viel günstiger Rechenzentren betreiben kannst, weil es dort grünen Strom sehr viel günstiger gibt und vor allem mehr als die Hälfte der Energie teilweise noch oder die Hälfte der Energie von Rechenzentren entfällt auf die Kühlung. Und weil es halt in Finnland naturgemäß kühler ist, muss man dort nicht so viel kühlen. Also ist es dort sehr viel günstiger, Rechenzentren zu haben. Deswegen haben sich diese 100 Millionen Euro für diesen Container auf jeden Fall gelohnt. Wir waren aber auch an der Grenze zu Polen. Genau, machen wir mit der polnischen Grenze weiter. Und wenn ihr euch vorstellt, wir sind in Holland gestartet, Sylt, Flensburg, Fehmarn. Wir kommen langsam rum Richtung Osten. Auf der Uhr sind wir jetzt ungefähr so auf 14 Uhr. Da unten ist Berlin und wir sind da oben, kurz vor Stettin, am Grenzübergang. Und da haben wir uns richtig ausgetobt. Da sind wir ausgestiegen auf eine Autobahnraststätte und haben alles angeguckt. Zum Beispiel ein Haus gefunden, was vielleicht gar nicht so relevant ist, aber es sieht sehr nach Internet aus, weil es ist gut geschützt und hat keine Fenster. Also gut für Technik, schlecht für Menschen. Hat auch so einen Kühlkörper da außen dran. Wir vermuten aber, dass das eher so von den Autobahnnetzen ist. Deutsche Autobahngesellschaft hat auch solche eigenen Netzwerke. Aber das ist so wahnsinnig unscheinbar und billig gebaut. Normalerweise guckt man die Dinger nicht an. Tolle Dachziegel, aber hinter der Hütte verläuft eine Trasse. Wieder ganz gut zu erkennen, dadurch, dass ja keine Bäume mehr wachsen, seitdem da was verlegt wurde wahrscheinlich. Holzlatte, wir werden aktiv. Und nehmen auch noch Sound auf. Völlig beknackter Ort. Hat seinen eigenen Handymast. Die Stelle kennt ihr. Seinen eigenen Briefkasten. Rechts das Gebäude im Anschnitt ist Polizei, Zoll. Die haben da eine relativ große Präsenz. Leere Parkplätze, weil das früher halt eine Grenzübergangsstelle nach Polen war, nach Stettin. Grünzeug. Viele Haufen. Und das ist die Grenze. Links Deutschland, rechts Polen, Gullideckel, Schneise, alles fein. Und das heißt, hier von rechts nach links, von diesem Gullideckel darüber,
Heinrich sitzt in Polen, ich bin in Deutschland und da drunter ist diese Übergabestation, wo auch da das Kabel rübergeht. Manchmal stehen wir an diesen Orten und dann denken wir auch so ein bisschen so, so what? Eigentlich immer, oder? Ja. Ich glaube, das Spannende ist eher die Suche und dieses investigative Arbeiten entlang dieser Karten. Und diese absurden Orte. Ein anderes Kabel habe ich schon länger im Visier gehabt. Das läuft entlang der Druschba-Pipeline. Das ist die Pipeline, die das Auto, mit dem ihr heute in Berlin gefahren seid, oder den Bus oder was auch immer betreibt. Weil das ist da, wo das ganze Erdöl aus Russland nach Schwedt geht. Und Schwedt ist verantwortlich für über 95% oder 98% des Berliner Kraftstoffes und des ganzen Erdöls. Da ist eine riesige Raffinerie. Die Pipeline wurde irgendwie in den 50er, 60ern gelegt. Und dort laufen inzwischen auch Glasfaserkabel. Und das war auch ein sehr schöner Ort. Endlich mal Natur. Wir sind im Odertal. Im Oderbruch, Donau, Stolzenhagen. Und wir nähern uns dem Ort des Geschehens. Am Horizont sieht man schon mal einen Handymast, da rechts sowas Gelbes. Wir sind auf der deutschen Seite, drüben ist Polen. Und da drüben sieht man dann aber auch diese Station und man sieht diese Schilder. Genau, die Schilder, die man hier von hinten sieht, sagen Schiffen, bitte zwischen hier nicht ankern, weil Pipelines und Kabel dort verlegt sind, beziehungsweise vergraben in Tunneln. Aber auf Nummer sicher, kein Anker bitte. War wahnsinnig windig, der Wind hat im Schilf gepustet. Dieses D steht für einen Düker. Wer Lust auf Tunnelbau-Fachvokabeln hat, ein Düker, Niederdeutsch, entspricht niederländisch Düker, Taucher, ist eine Druckleitung zur Unterquerung einer Straße, eines Tunnels, eines Flusses oder von Bahngleisen etc. Und da kann dann eben eine Ölpipeline durchlaufen. Und soweit von der Druschba-Trasse, die gleichzeitig auch Netztrasse ist. So, wir biegen auf die Zielgerade ein. Die letzte Station ist Frankfurt-Oder. Und in Frankfurt-Oder sind wir hier auf der Stadtbrücke, so heißt sie, ne? So heißt sie. Die Frankfurt mit Polen verbindet. Die ist ganz bekannt, die Frankfurter Stadtbrücke. Da geht's rüber nach Slubice. Die Brücke ist eigentlich auch so ein ikonisches Symbol für diese Partnerschaft dieser beiden Städte. Da ist relativ viel Verkehr. Meine Freundin war da manchmal schon, als sie in den 80er Jahren nach Polen gefahren ist, da manchmal 24, 48 Stunden vor dieser Brücke gestanden, um dann darüber zu kommen. Heute geht das Ganze einfacher. Ich habe da mal Leute gefragt, was sie denn eigentlich auf dieser Brücke machen, warum sie auf die andere Seite rüberlaufen. Wenn ich den O-Ton finden würde. Naja, das sind auf jeden Fall, ich finde ihn gerade nicht, aber es sind Studierende und Leute, Rentner, die rübergehen, um was zu essen, zum Beispiel einen doppelten Whisky zu trinken, kommen mit dem Regionalzug dann nach Frankfurt-Oder gefahren und essen drüben günstig und fahren dann wieder zurück. Auch hier diese Bilder einfach mal auf euch wirken lassen. Hier verläuft das Internet in der Brücke, im Innenkörper, im Hohlkörper der Brücke. Und dann sind wir nochmal rumgegangen, einmal kurz nach Polen und dann auf so eine Landzunge und hatten dann auch die Frankfurter Skyline einmal zu unseren Füßen.
Ach Heinrich, ich habe jetzt doch das gefunden, wo die Leute erzählen, was sie machen auf der Brücke. Ich studiere deutsch-polnisches Jura, also den deutschen Teil an der Viadrina und den polnischen Teil hier in der Kollegin Polonika. Okay. Zigaretten. Sonst nichts? Nee, wir latschen nicht zum Spazieren rüber, sondern weil wir Rentner sind und da billig essen können. Deutsche Küche, die du hier nicht wegkriegst. So sieht's aus. Und es schmeckt. Und was noch ganz wichtig ist, es ist günstig. Okay. Also auf was freut Sie sich für eine Mittagsmahlzeit jetzt? Nee, Geflügelleber. Du schöne Geflügelleber. Und ich will noch ein Steak essen. Okay. Dazu einen doppelten Whisky, der auch dreimal so günstig ist wie in Deutschland, aber ein guter Whisky. Also wir studieren deutsch-polnisches Jura. Also, genau. Das sind die Leute auf der Brücke. So sieht es unter der Brücke aus. Da läuft auch eine Wärmepipeline, also wo sozusagen Fernwärme transportiert wird. Manchmal geht die Wärme von Frankfurt nach Slubice. Und im Sommer, wenn das Heizkraftwerk in Frankfurt unterfordert wäre, läuft die Fernwärme andersrum. Also auch da ist schon so eine europäische Partnerschaft und eigentlich ist da keine richtige Grenze mehr. Nee. Der Zoll steht da trotzdem, aber man kann verkehren, wie man möchte. Zumindest, wenn man so aussieht wie wir. Ja, Jackpot. Das ist auch so ein Privileg, was wir immer wieder festgestellt haben. Auch auf diesem Autobahnrasthof kam dann irgendwann die Bundespolizei und hat gesagt, ey, was machen Sie denn hier? Wir haben gesagt, ach ja, wir fotografieren die Internetkabel. Ja, das ist fucking kritische Infrastruktur. Und wenn wir halt nicht helle Haut gehabt hätten oder so, dann hätten die uns wahrscheinlich sofort eingesperrt. Wir haben dann noch eine Stunde mit diesem Beamten gequatscht und der hat uns erzählt, okay, das erzähle ich jetzt gleich, aber auf jeden Fall hat er uns auch erzählt, dass er uns jetzt durchaus auch festnehmen könnte. Aber das passiert halt bei solchen, da sind wir ganz schön privilegiert, würde ich sagen. Yes. Anderer schöner Ort. Der letzte unserer bisherigen Reise. Autobahnbrücke, die Frankfurt-Oder mit Polen verbindet, etwas weiter südlich als diese Stadtbrücke. Wir nähern uns an durch den Wald. Remember, die 4 ist eins der 4 Quizbilder. Und plötzlich waren wir in so einer Art Kathedrale, als wir da unten drunter waren. Wir Pilgerreisende, wir Internetpilger, sind in unserer Kathedrale angekommen. Und haben das Internet gefunden. Da! Da ist die Trasse, die Deutschland mit Polen verbindet, in dem Fall. Und so konkret haben wir die Internetkabel selten gefunden, wie diese Leerrohre, die da dran hängen. Und das klang einfach total krass, auch unter dieser Brücke. Genau. So. Soweit sind wir gekommen mit unserer Internetsuche. Das ist unser Quiz. Wo ist das Internet wahrscheinlich am schlechtesten? Sag du. 3. Der Herr von der Bundespolizei hat uns erzählt, das Internet ist hier bei denen wahnsinnig schlecht. Sie werden von den Polen die ganze Zeit ausgelacht. Sie brauchen manchmal die ganze Nacht, müssen den Computer anlassen, dass der irgendwie so einen Bericht abschicken kann. Die haben da nichts Besseres als ISDN-Geschwindigkeit, obwohl das Internet dort in Highspeed eigentlich auf dem Datenhighway entlang ballert. Ja, yeah, I would like to take a moment. Ich glaube, wir haben eine ziemliche Schnapsidee gehabt, oder? Ja. Eigentlich hat das Internet ja gar keine Grenzen. Also es gibt überall, wir haben diese Karten im Hinterkopf, alles ist so ganz wuselig verbunden und die Technik ist standardisiert, Riesenerfolgsmodell, wir können von hier nach Finnland Mails schicken oder whatever. Und wir tun einfach so, wir zwei, als hätte das Internet Grenzen. Ne? Also da für ist die Landesgrenze. Jetzt, ja. Genau. Und dann geht das Kabel aber durch und schert sich eigentlich gar nicht darüber. Aber wir sagen jetzt einfach mal, das ist so. Wir haben auch noch vor, weitere Orte zu bereisen.
Es könnte ungefähr so, das sind die Orte, an denen wir schon waren. Und das ist, wo wir noch alles hinwollen. Ja. Wir können uns vielleicht auch darauf einigen, Heinrich, aber da haben wir unterschiedliche Meinungen, nur zu den wichtigsten zu fahren. Alles wichtig. Genau. Auf jeden Fall, wie diese Internetsuche funktioniert und wo wir dann noch so alles landen, welche absurden Orte wir da finden, das erfahrt ihr in unserem Podcast. Und weil er so schön ist, möchte ich euch davon den Jingle vorspielen. Internet Explorers. Auf der Suche nach dem Netz. Ein Podcast von Moritz Metz und Heinrich Holtgräber. Genau, den gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt, auch sogar bei Spotify. Und wir können es nicht oft genug sagen, ein Herz für Infra und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.